Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit meiner neuen Lesebrille. Ja, ich glaube, lass die gleich mal auf. Ich habe ja versprochen, euch so eine Rooming-Tour, ich habe schon einige Fragen gekriegt, so eine kleine Rooming-Tour zu machen, und Wohnzimmer ist jetzt komplett fertig. Nur ein bisschen anders dekorieren noch, ein bisschen Kleinigkeiten noch, aber so wie es steht, steht's und so bleibt es auch. Ja, ich bin auch fast fertig, nur ein bisschen Kleinkram, aber jetzt warte ich halt nur noch auf Internet und dann passt das schon. Und da habe ich gedacht, Mensch, zeige ich euch das mal. Wartet mal, jetzt muss ich erstmal den Bildschirm drehen. Ah, drin. So. So, das ist mein Flur. Habe ich mir schöne Lampen geholt zu dem, nee, falscher Schalter, der. Und mit LED-Birnen von Philips, da will ich auch noch mal Vergleich machen zu anderen, kommt noch. Ja, Schulzeug von meiner Tochter, Farben stehen noch da, ich bin noch nicht großartig dazu gekommen. Der, nicht wundern, der ist nur kurzzeitig da, weil vom Tisch, den ihr da so in etwa seht, zeige ich euch gleich, ist noch übrig geblieben. Da muss ich auf gelbe Säcke gerade noch warten. Hier ist mein Regal, mein Odin-Brett. Da unten kommt das dann. Ah, das Grün finde ich schön. Findet ihr das nicht auch schön? Ich habe auch extra die Faschen, also die Seiten, die habe ich extra weiß gelassen als kleine Abgrenzung. Decke ist auch weiß und weil das ist weiß, habe ich gedacht, das kommt ja nicht mal so schlecht, wa? Also bin ich ganz stolz drauf. So, dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. So, fangen wir gleich mal rechts an. Das ist der neue Esstisch bzw. Unboxing-Tisch. Da werde ich jetzt demnächst Videos machen. Ihr seht ja schon, Kartons liegen schon da. Ich habe vorhin nämlich noch Videos gemacht. Ja, mein Kater ist wieder kamerageil. Und deswegen liegen die Kartons da noch. Weil die seht ihr ja jetzt in den neuen Videos schon, also den Tisch. Und das ist einmal der USB-Port und USB-Hub. Ja, Dickerchen, ist ja gut. Und der MP3-Player von TechStore. So, dann habe ich mir hier meine Lampe hingestellt. Ich habe gedacht, die kommt ganz gut, wenn die hier ist. Weil mein Stativ da noch. Weil die neue Lampe, die schmeißt zwar ordentlich Licht, aber falls es mal zu wenig ist, muss ich euch mal zeigen, bin ich ganz stolz auf meinen Fund. Beziehungsweise hat meine Mutter gefunden, die Lampe. Was mache ich mal? Einmal an. Da leuchten jetzt die vier Glocken. Das seht ihr ja. Mach nochmal an. Nur die LEDs in der Mitte und jetzt alles. Die brauchen wir ein bisschen was, bis die auf Temperatur kommen. Ist auch ein schönes warmes Licht. Ist ein schönes Licht, ein angenehmes Licht und macht die Wohnung schön hell. So, hier meine Tabakdosen, die ich noch wegschmeißen muss. Ja. Habe ich erstmal ein Bild hingestellt noch. Das ist noch nicht dran, das soll da ran wahrscheinlich. Mal wegzoomen. So, da soll es wahrscheinlich ran. Ich weiß noch nicht, was ich mit der, seht ihr ja, da mit der K-Einwand mache, habe ich noch keinen Plan. So, oben meine Assassin's Creed-Figuren jetzt. Die PlayStation steht jetzt auch oben. Hier, das muss auch noch weggeräumt werden. Das ist auch noch nicht alles so. Das kommt noch leer gemacht, die beiden Fächer. Oben ist PlayStation 4, unten ist PlayStation 3. Hier sind CDs, DVDs, die ich halt regelmäßig sehe. Ja, mein Fernseher steht da. Unten steht jetzt da, die PlayStation steht jetzt da. Also die 3. Und der Receiver ist jetzt da. Da sind die Festplatten. Da ist das Auge. Da, wo ist er? Da. Da, neben dem Receiver. Da unten, da ist das. Da kann ich das dann schön tauschen. Das sind die für die Aufnahmen oder so. Und da werde ich auch dann mal gucken, was ich da noch mache. So. Ja, das ist das. Meine Schrankwand. Ja, fast eingerichtet. Da fehlt noch ein bisschen was innen drin. Oben ist Watch Dogs drauf und Two Worlds, die Piraten Edition, die ich da habe. So, oben sind meine Bücher und ein Totenschädel. Eine Box von der Dolby-Anlage. Nochmal Festplatten und die Wii. Die Wii ist noch nicht angeschlossen, das muss ich noch anschließen. So weit bin ich noch nicht gekommen. Hier, nicht wundern, wie ein Kabel gewürdet, das habe ich extra rausgemacht für euch. Und da unten ist meine Teufelbox. Die Webbox, also Webvideobox ist noch nicht angeschlossen, die muss ich noch anschließen. Mein Wii Fit Brett. Aber zur Technik kommen wir nachher gleich.
deswegen habe ich alles schon mal ausgemacht. Ich mache erstmal die Roaming-Tour und dann zeige ich euch die Technik und warum ich das so angeschlossen habe. So, da ist mein Fenster, Balkon. So, meine neue Couch kann ich euch mal zeigen. Ein bisschen groß ist er. Ist schön gemütlich. Die Kissen sind noch vom alten Sofa. Mein neuer Wohnzimmertisch. In der Mitte da ist auch schwarzes Glas. Da ist jetzt die Decke drüber. Meine Blume hat sich natürlich auch wieder in die neue Wohnung mit eingefunden. Das Bild ist jetzt was höher. Die Maske ist jetzt anders dran. So, mein Simpsons-Kissen ist auch wieder da. Seht ihr ja. Und dort ist der neue Kratzbaum. So ein Deckenrohr. Ja, da musste ich die Leiter abbauen, weil die war da oben ein bisschen ungünstig. Jetzt können sie da auch drauf liegen. So, da ist mein neuer Schrank. Und hier habe ich jetzt... Ah, hier war mein Assassin's Creed vorne. Und hier habe ich das jetzt so gemacht, dass ich die Triton-Box, die ist jetzt hier, die kann ich jetzt jederzeit anmachen und ausmachen. Da ist der Strom, da ist der schwarze. Der weiße zeige ich euch noch, wo der hinkommt. Dass es jetzt hier so ein bisschen gebündelter ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit Technik an, warum und wie ich was gestellt habe, damit ihr da auch durchseht, weil wurde ich ja auch oft gefragt. Die Triton-Box hatte ich vorher hier, aber hier logischerweise kommt besser, da kann ich dann von der Couch aus an- und ausmachen. So, mein Headset liegt jetzt da, weil ich es vorhin benutzt hatte. Das ist normalerweise hier oben auf dem Torshammer drauf. Da will ich mir noch hier einen Haken ranmachen, damit ich es hier handeln kann. Und, oder hier wahrscheinlich. Und die Kabel kann ich dann immer schön hinter den Schrank machen, dann fallen die nicht auf. Nochmal eine Box übrigens. Ja, dann einmal ein Controllerständer, zweite Mal. Der ist jetzt leer, weil da hat... Ich habe ja vorhin gezockt. Die Ladestation habe ich jetzt hier hingestellt. Mit... Und lade ich dann immer über Steckdose. Da brauche ich dann nicht mal aufstehen oder so weit laufen. Dann kann ich einfach hier zack ran und abziehen. Ich habe mir eine neue Steckdose geholt. Die kommt übrigens da, der weiße. Der geht dann hier hinten lang. Wo war denn der genau? Jetzt überlege ich gerade, wie ich das überhaupt angeschlossen habe. Der schwarze ist da oben. Ach so, ja, der weiße. Das ist ein Verlängerungskabel, der geht da runter. Da unten unter der Couch ist mein, von Fritzbox, also von AVM. Warte, zeige ich euch mal. So, das ist hier. Der Kabel ist auch da drunter, den kann ich dann, hier ist mein Dolby-Kabel, den muss ich mal wegmachen. Das ist eigentlich alles schön versteckt. Und dann kann ich den Kabel hier rüberlegen und habe halt mehr Power als über WLAN. Reicht aus, locker, passt super. Könnte ich auch unten drunter durchmachen und dann so rüber machen von so. Wäre auch kein Problem, deswegen habe ich es extra über ein Verlängerungskabel gemacht, weil das soll ja mal direkt dran sein. Und daran ist dann dieser Verteiler angeschlossen. Da habe ich extra eben mit USB geholt. Da kann ich jetzt hier, wie jetzt hier zum Beispiel mein Handy laden und hier könnte ich meine E-Zigarette laden oder Tablet könnte ich laden. Hier ist der Laptop dran, das ist der USB-Hub von AOK. Und hier der schwarze geht dahinter. Da zeige ich euch mal da. Und da kann dann, wenn Besuch da ist, Handy laden, Tablet laden oder was weiß ich. Und einmal geht definitiv, ich lade da immer meine Kamera, das wisst ihr ja, habe ich in der alten Wohnung schon so gemacht. Und die Lichterkette ist logischerweise auch dran. Dann geht, achso, ja, wollte ich euch mal zeigen, hier unten habe ich so ein Kabel losgemacht, da habe ich eigentlich Kabelbinder dran. So, muss ich erstmal einpegeln jetzt gerade. Da, das ist, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, so ein Nylonkabel, das ist von Ligavo. Und... Wenn ich ranzoome, müsst ihr das vielleicht sehen, dass es da leuchtet. Ja, da leuchtet es. Das ist mein optischer Verteiler, der kleine. Der 2 zu 1 ist der dann. Weil wo ich das gemacht habe, habe ich den 1 zu 2 nicht gefunden. Der war in irgendeiner Kiste drin. Und da geht der nämlich dann ran, das ist der 5 Meter Kabel. Und von da aus geht dann nochmal ein 3 Meter Kabel einmal rundherum und dann praktisch da rein. Den Originalkabel von Triton habe ich auch ausgetauscht, weil der zu kurz war, mit einem 3 Meter oder 5 Meter USB-Kabel, den ich dann
hier jederzeit rausziehen kann, verstecken kann. Dann kann ich ihn da in den Laptop machen, da liegt er übrigens. Und wenn ich nicht mehr brauche, kann ich ihn hier reinstecken und außen Augen, außen Sinn, dann guckt nur der Stecker raus. Ja, und den habe ich jetzt nämlich von Ligavo, den habe ich, kann ich euch mal zeigen. Hinter dieser Abdeckung geht der dann lang. So, und da kommt dann praktisch der Antennenkabel raus und der von Ligavo. Und natürlich meine Kabel für die Dolby-Anlage bzw. für die Boxen, also eine da und eine da. Und da hinter der Wand ist mein Schlafzimmer, da geht nämlich der Antennenkabel durch. So, und dann geht der optische nämlich da lang. Und hier ist der... Wartet mal, gefällt mir gerade nicht so schön. Ich habe das nämlich alles ein bisschen vorgeruckt, um euch das besser zeigen zu können. Und dadurch ist das jetzt gerade so ein bisschen schräg, das gefällt mir nicht. So ist schon besser. So, die sind jetzt nicht unter Strom. Da habe ich da einen einzelnen, der läuft auf B. Ja, A ist Fernseher, B ist Ditte. Und darüber laufen die ganzen Sachen. Hauptaug, der Ligavo ToxLink und der Ligavo Matrix HDMI Switch. Und ihr seht ja, hier geht ein Kabel raus. Den habe ich extra ein bisschen vorgezogen für euch. Und hier kann ich nämlich super auch den Kabel, den USB-Kabel vom Hauptaugruf machen. Und da habe ich extra so gemacht, dass ich euch das zeigen kann. Da habe ich noch einen 1:2. Der blaue geht direkt zum Fernseher. Und der, also der schwarz-blaue, so der da. Und der silberblaue, der geht zum Hauptaug. Das seht ihr da. Somit, das hat nicht nur den Grund, den ihr vielleicht denkt, das hat auch den Grund, dass das Bild bevor, also dass es ins Hauptaug geht zum Aufnehmen, logisch, und einmal direkt zum Fernseher, dass ich nicht immer den USB-Kabel vom Hauptaug hier spannen muss am Laptop, um zocken zu können. Ich kann einfach mal so zocken, einfach Strom an, zocken, ohne ja, den Kabel zu spannen, und habe dann hier halt kein Kabel. Da ist auch der HDMI-Kabel, der vom Laptop direkt zum Fernseher geht. Hab jetzt alles kabelfrei, seht ihr ja hier, schön. So gefällt mir das. So, da unten ist die Triton-Box, die Dolby-Anlage. Da unten sind noch Figuren drin, die hat noch nicht weggeräumt. Ja, und von da aus, so, und von da, von der PlayStation geht praktisch einmal so ein HDMI-Kabel bis zu der Mitte vom Fernseher. Da ist so ein Entspannungsschutz, den habe ich auch schon von Ligavo euch gezeigt. Ich komme jetzt gerade nicht vom Namen, Embla heißt der, Embla glaube ich. Falls mal was ist, dass die mir nicht gleich durchfeuert, die PlayStation. Dafür passt der Teil auf und dann halt immer zum HDMI. Optisch zum Optischen. Denn Internet hier darunter, den habe ich dahinter. Seht ihr das, wo die ganzen Kabel hingehen? Der rote ist PlayStation 3, PlayStation 4 übrigens. Ah, da seht ihr den. Da habe ich ihn, ja, siehst du? Habe ich doch schon vorgesorgt. Da, Embedder oder so heißt der, ESD, ja, den kann ich euch nur empfehlen, ich werde mal ranzoomen. So, da hatte ich aber auch schon mal, oh, jetzt habe ich zu weit rangezoomt, da hatte ich aber auch schon mal Videos zu gemacht. Sieht man das? Ja doch, jetzt sieht man das vernünftig. So, und da geht es dann nach hinten logischerweise, und weil der HDMI-Kabel von der PlayStation 3 zu kurz war, weil ich die vorher da stehen hatte, geht die PlayStation 3 per HDMI dahin, dann geht der optische dahin, ja, und ein optischer logischerweise nach da hinten zu meiner Triton-Box, beziehungsweise zwei, die geht bis da und von da der nächste. Ein optischer geht runter zu der Teufel-Box. Ein optischer von da geht zum Fernseher. Bei Fernseher habe ich nur einen Eingang, dass ich alles, was da ist, auch auf dem Fernseher habe. Nee, Quatsch, Fernseher, nicht zum Fernseher. Quatsch, bin ich ja doof. Da gehen praktisch in den Eingang PlayStation 3, PlayStation 4 und Fernseher rein. Dass alles, was auf dem Fernseher ist, was ja sowieso über HDMI mit 5.1 versorgt wird, auch dahin geht, dass ich da, wo sie jetzt eigentlich nicht steht, die Amazon-Box, die steht nämlich jetzt bei mir im Schlafzimmer,
Ihr habt ja bestimmt die Videos gesehen mit dem Media Player, den benutze ich jetzt im Schlafzimmer. Die kommt dann später wieder hierher. Wollte nur halt ein paar vernünftige Filme gucken und ja. Deswegen geht da nämlich der optische von Amazon, kein optischer von Amazon rüber, sondern der HDMI geht ja sowieso zum Fernsehen und dadurch habe ich da 5.1 Sound, der da rüber geht. Und dann kann ich mir aussuchen, bei dem geht einer, also die Ausgänge gehen einmal zum Headset, zum Hauptort Capture und zur Teufelbox. Also drei Ausgänge, der vierte ist nicht belegt und dadurch kann ich dann halt auch, wenn ich Fernsehen gucke, alles, was ich auf dem Fernsehen gucke, kann ich, wir hätten RTL eingeschalten. Katzen, seid ihr wieder über die Fernbedienung gewesen? Ich habe gerade ProSieben geguckt eigentlich. Na egal. Kann ich alles, was am Fernsehen kommt, kann ich über das logischerweise dann am Headset gucken. Also dass es hier auch Ruhe ist, dass wenn die Kleine schläft, dass ich hier auch mal einen Actionfilm gucken kann und Power habe. Dementsprechend, werde ich mal so machen, dass ich dementsprechend Power habe, um ja, 5.1 Sound und die Kleine damit nicht wecke oder vernünftig zocken kann. So, ja, die Wand, seht ihr, die ist noch relativ leer, da soll noch was kommen, hier soll noch was, ich habe aber noch keinen Plan, was ich daran mache. Da oben will ich wahrscheinlich auch noch irgendwas dran machen, in die Ecke will ich noch was, wahrscheinlich ein Wandtattoo oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, da ist schon schön voll, da ist meine Black Flag Ecke, will ich es mal nennen, die zwei Bilder und die Fahne. Das geht hier auch, vielleicht hier oben noch irgendwas lange dran, irgendwie ein Spruchband oder so. Habe ich mir überlegt, da vielleicht auch Runen so lang rüber, also von da lang nach da lang für, ist ich was, für einen Satz oder irgendwas Schönheit oder so. Ja, und dann vielleicht hier in der Katzenecke vielleicht noch irgendwie was Schönheit machen, was das jetzt halt nicht so kahl aussieht hier so. Vielleicht da noch was. Das kommt aber alles später, das sind so kleine Sachen. Da oben soll noch eine Uhr ran, eine digitale. Groß, dass ich sie halt vernünftig lesen kann. Also meine Handtücher spielen keine Rolle jetzt. So. Ja, und das ist jetzt die Hometour. Das ist jetzt, wo alles sich alles abspielt. Ja, kann euch nochmal das Glas zeigen. So, da ist das Glas. So, und wie gesagt, der neue Unboxing-Tisch. Kann ich schön essen mit meiner Tochter. Die muss ich natürlich wegräumen noch, die Dinger, die sind jetzt noch von der Aufnahme. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen, wie das aussieht. Ich sitze dann halt hier. Ja, den Fernseher, ich bin überlegen, die Schrankwand vielleicht nur 2 cm oder 5 cm nach rechts zu machen. Ich sitze zwar mittig jetzt vom Fernseher, aber wenn ich den Laptop aufgebaut habe und hier so gucke, dann ist nochmal die Kante vom Laptop so ein bisschen dazwischen. Deswegen werde ich das noch um ca. 5 cm nach rechts verschieben. Ja, da ist der Laptop, der steht wie immer auf dem Karton. Da wird sich aber bald was tun, wenn ich Glück habe. Da werde ich euch noch was Schönes zeigen können. Da werde ich dann 3 verschiedene Produkte euch präsentieren, wie man das halt noch machen kann. Da will ich aber noch nicht zu viel verraten von. Ich weiß auch noch nicht, ob es klappt. Vielleicht kaufe ich mir selber nur ein Produkt, dann kann ich euch nur eins zeigen. Ja, und ja, die Katzen haben auch gleich die Couch angenommen. Unten ist der Korb, da liegen sie auch viel drin. Also ich finde es alles im Allen. Hier ist schön aufgeräumt, schön leer. Die Wohnung ist schön groß. Ja, es reicht aus für mich und meine Kleine. Und auf dem Boden liegt nicht mehr so viel Zeug rum. Also die Kabelei von Couch, also beziehungsweise vom Laptop, die ganze Kabelrolle da, die ist jetzt nun nicht mehr. Oh, ich werde mal drehen. So. Das ist jetzt nun alles nicht mehr und ja. Ich hoffe, euch hat die Hometour gefallen. Ich habe euch ja versprochen, dass ich es noch zeigen werde. Ich hatte schon mal ein Video gemacht, da stand aber noch ein anderer Tisch und hier war ein anderer Tisch und das hat sich jetzt alles in den Tagen noch geändert. Ich habe gedacht, ich mache es jetzt nochmal mit euch, dass ihr wirklich das komplette Bild seht und nicht ein halbfertiges Bild. So wohne ich jetzt, so werde ich jetzt arbeiten. Wenn es euch gefallen hat, macht doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen noch zur Technik habt oder warum ich wie weit angeschlossen habe, wenn da noch Fragen offen sind, wenn ihr da selber noch Vorschläge oder Fragen habt, wie ihr das bei euch machen könnt, haut es einfach in die Kommentare, ich werde antworten. Noch habe ich hier ein Internet, noch muss ich immer in die alte Wohnung gehen und die Videos hochladen. Ab dem 16. habe ich erst richtig Internet. Ich verabschiede mich. Achso, ab 16. wird, wenn es wirklich klappt, dass ich am 16. Internet habe, werde ich am 16. abends
wenn meine Tochter schläft, einen Livestream machen, also einen Live-Hangout machen und euch nochmal so sagen, was demnächst kommen wird. Und wer Bock hat, mit mir zu quatschen, einfach Bescheid sagen, bitte per E-Mail, dass ich euch dann per E-Mail auch einladen kann, weil ich kann diesen Link für den Hangout nicht öffentlich posten. Ich kann nicht bei YouTube rennen, ich kann nicht bei Google Plus setzen, weil dann steht aber, das ist öffentliche, das, willst du das wirklich, blala, und das geht nicht. Also da müsst ihr mir dann per E-Mail schreiben, dass ich euch einladen soll. Einfach, geht da einfach Kanal, also auf meinem YouTube-Kanal, seid ihr ja drauf, geht da einfach unten nochmal auf Odins Test, wenn ihr das Video gerade seht, und dann geht da neben Diskussion über, und dann geht da ganz runter unter den Links, da steht E-Mail-Adresse, und er drückt da drauf, dann müsst ihr so einen Capture-Code eingeben und dann könnt ihr, könnt ihr mir da eine E-Mail schreiben. Oder ihr guckt unten in die Videobeschreibung. Da müsst ihr den Button drücken, dass sich das weiter aufklappt. Und dann scrollt ihr mal ein bisschen runter und da stehen meine Kontaktdaten drin. Und da steht auch eine E-Mail-Adresse und da könnt ihr auch hinschreiben und dann schreibt ihr mir. Und dann kann ich euch, werde ich die E-Mails beiseite packen und dann werde ich da dann die Einladung hinschicken für den 16. Wenn alles klappt, ich denke mal, oder Havel TV, du wirst das Video auch wieder sehen, du wirst bestimmt gerne mit bei sein, bist auch wieder herzlich eingeladen, auf jeden Fall. Und das wird dann sein, das werde ich noch in den Kalender einschreiben, 16.02. abends um etwa 20 Uhr, habe ich mir gedacht, wenn das klappt und meine Tochter rechtzeitig schläft, aber das wird schon klappen, wird das um etwa 20 Uhr starten, habe ich mir vorgenommen. Ich werde das jetzt demnächst auch schon alles einrichten in der alten Wohnung. Das, den Link dann vielleicht noch drunter klatschen zum Livestream, da könnt ihr dann schon draufklicken, dann steht dann so eine Zeit, die abläuft. Ja, das wird auf jeden Fall kommen. Ich hoffe, dass ich am 16. pünktlich Internet bekomme. Ich habe einen Schein gekriegt, am 16. zwischen 8 und 13 Uhr soll ich zu Hause sein, da kommt er. Bis dahin würde ich sagen, Ahoi, sagt euer Odin.